Willkommen zum Videotutorial zum Konzepttest zum Thema Benetzung. Der Kontaktwinkel beträgt 180 Grad. Diesen Zustand nennt man A. Spreitung, B. Benetzung, C. Nichtbenetzung, D. Supernichtbenetzung, Locus-Effekt. Unter Benetzung versteht man die Bildung von Grenzflächen zwischen einem Feststoff und einer Flüssigkeit. Als Maß der Benetzbarkeit dient der Randwinkel. Dieser ist abhängig von den Oberflächenspannungen an den Phasengrenzen, fest gasförmig, fest flüssig und flüssig gasförmig. Der Randwinkel wird über die Young'sche Gleichung beschrieben. Cosinus Theta ist gleich die Oberflächenspannung fest gasförmig minus fest flüssig geteilt durch die Oberflächenspannung flüssig gasförmig. Es gilt, je kleiner der Randwinkel, desto größer ist die Benetzbarkeit. Ein Randwinkel kleiner 90 Grad entspricht Benetzung. Einer größer 90 Grad Nichtbenetzung und einer gleich 0 Grad Spreitung oder vollständiger Benetzung. Der Randwinkel zwischen Flüssigkeit und Feststoff ist abhängig von den Wechselwirkungen der Berührungsfläche. Dazu werden die Kohäsions- und Adhäsionskräfte betrachtet. Die Kraft, die den Zusammenhalt von Atomen und Molekülen in einer Phase bewirkt, heißt Kohäsionskraft. Die resultierende Kraft der Moleküle an der Oberfläche zeigt nach innen. Es bildet sich eine Kugelform aus und es kommt zu einer Nichtbenetzung. Unter Adhäsionskraft versteht man die Kraft, die das Zusammenhalten von Atomen und Molekülen verschiedener Phasen bewirkt. Bei überwiegenden Adhäsionskräften zeigt die resultierende Kraft in Richtung des Feststoffes und es findet Benetzung statt. Unter Benetzung versteht man, dass die Flüssigkeit sich auf einer Oberfläche ausbreiten kann. Also einen Randwinkel kleiner 90 Grad hat, da die Grenzflächenspannung zwischen Flüssigkeit und Feststoff geringer ist als die zwischen Flüssigkeit und Dampf. Die Adhäsionskräfte überwiegen. Ein Beispiel für Benetzung sind Regentropfen auf einer Fensterscheibe. Unter Nichtbenetzung verstehen wir einen Randwinkel größer 90 Grad. Durch Flüssigkeitstropfen auf der Oberfläche zieht sich zu einer Kugel zusammen. Da die Grenzflächenspannung zwischen Flüssigkeit und Feststoff höher ist als die zwischen Flüssigkeit und Gas. Kohäsionskräfte überwiegen. Beispiele für Nichtbenetzung sind Quecksilbertropfen auf Glas oder Wasser auf Lotusblätter. Kommen wir nun zur Beantwortung der Konzeptfrage. Der Kontaktwinkel beträgt 180 Grad. Diesen Zustand nennt man A. Spreitung, B. Benetzung, C. Nichtbenetzung oder D. Supernichtbenetzung, Lotusblätter. Antwort A, Spreitung ist falsch, da wir bei Spreitung von einem Randwinkel gleich 0 Grad sprechen. Ebenfalls falsch ist die Antwortmöglichkeit B, Benetzung, da wir von einem Randwinkel kleiner 90 Grad sprechen. Antwort C, Nichtbenetzung ist denkbar, da wir im Allgemeinen von einem Randwinkel größer 90 Grad sprechen. Richtig in diesem Fall ist jedoch Antwort B, Supernichtbenetzung, Lotus-Effekt. Es gibt einige Pflanzen, die hydrophob sind und Randwinkel von bis zu 160 Grad erreichen. Lotusblätter sind ein besonders gutes Beispiel dafür, da sie besonders hydrophobe Doppelstrukturen aufweisen, sodass Tropfen und ihre Auflageflächen minimal sind. Die geringen Adhäsionskräfte zwischen Blattoberfläche und Wassertropfen sorgen dafür, dass die Flüssigkeit abperlt. Wir sprechen also von einem Randwinkel, der deutlich größer ist als 90 Grad. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Randwinkel das Maß für die Benetzbarkeit ist. Als Faustregel gilt, je kleiner der Randwinkel, desto größer ist die Benetzbarkeit.